In die Vorüberlaufenden geht es um eine Gesellschaft, die in einer Liturgie des Nichtstuns gefangen ist, in einer Liturgie des Wegguckens und des Zögerns und sich einflauschen in ihre schönen Aussichten und in die Bilder, die sie von der Welt sehen möchten. Es ist ja schon schwierig, wenn man immer irgendwie was machen muss. Stimmt's? Wenn man mal was machen sollte. Stimmt's? Sie leben wie in so einer Soße der Unentschlossenheit und in diesem ewigen Konflikt, dass sie immer spüren, sie müssten und sie sollten und sie wollten, aber eben völlig den praktischen Drang, in die Tat zu kommen, ist kilometerweit weg. Vorüberlaufenden sind ein Stück, in dem es um Situationen geht, in denen Zivilcourage gezeigt, angedeutet wird und vor allen Dingen nicht gezeigt wird. Es geht sozusagen um das Scheitern in einer Situation und das Nicht-Eingreifen, das Eingreifen wollen und das Nicht-Können. Umrahmt in dieser Geschichte gibt es auch das Orchester und die Figur einer Saxophonistin, die Narration in diesem Bogen bilden. Es gibt einen wahnsinnig tollen Kurztext von Kafka, Die Vorüberlaufenden, wo ein Betrachter in der Nacht in der Gasse zwei vorüberlaufende Menschen beobachtet und sich damit beschäftigt, was es jetzt für Gründe gibt, nichts zu tun. Der Text von Die Vorüberlaufenden ist ein in sich sehr geschlossener Text. Der besteht aus verschiedenen Szenen, die sich auch wiederholen, vergrößert werden, verkleinert werden. Das Stück hat wenig Hoffnung. Man muss sich dem stellen, als ob man irgendwo hinguckt, wo es ganz schrecklich ist. Man muss aber hingucken, ohne zu blinzeln. So stelle ich mir die Oper vor. Wenn man nicht dahin guckt, dann ist das Wesen von Kunst irgendwie verfehlt. Ja.